So, guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich nehme euch mal mit. Mein Lieblingsplatz. Ich war ja gestern noch in diesem wunderschönen Hotel. Heute wieder hier, komplette Freiheit. Da hinten, unser Mobil. Ja, wir sind nicht alleine hier. Es gibt noch einige andere Menschen, die diesen Platz für sich entdeckt haben. Genau, jetzt gehen wir mal an den Strand. Das ist hier die Aussicht. Es ist so wunderschön, am Morgen hier aufzuwachen. Und vor allem heute war ich schon schwimmen und das Meer, das war wirklich so ruhig. Gestern war es noch windig, wir haben gekitet und heute Morgen war es echt wie eine Badewanne. Jetzt gehe ich noch mal mit euch runter zum Strand, um diesen schönen Ort und diese schöne Energie mit euch zu teilen. Weil heute kann ich das machen, weil es ausnahmsweise nicht so bläst und windet, dass es euch die Ohren raushaut. Ja, hier bin ich heute Morgen schon runtergelaufen und baden gegangen. Es war wirklich, wirklich herrlich. Ich habe einen älteren italienischen Herrn getroffen im Wasser. Wir haben uns wunderbar unterhalten. Also es war so schön. So, siehst du, das ist der Weg zum Strand. Es ist einer der weniger besuchten Strände und es ist einfach so ein schöner Platz. Weil wo kannst du schon so nah am Strand in aller Ruhe am Morgen mitten in der Natur aufwachen? Also ich liebe das hier. Es ist so schön. Und da dachte ich mir, das ist der richtige Platz, um mit euch über Freiheit, Träume, Wünsche, Bedürfnisse und über Gott zu sprechen. Genau, fangen wir mal mit Letzterem an. Wer oder was ist Gott? Tja, was? Ist es einfacher zu beschreiben, wenn man sagt, was ist Gott? Dr. Joe Dispenza nennt es das Feld der unendlichen Möglichkeiten. Und für mich war das damals wirklich, wirklich wichtig herauszufinden, was genau dahinter steckt, hinter diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten. In was für einer Beziehung stehe ich mit diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten? Und da hat mir es wirklich geholfen, mich mal mit dem Gottbild und der Bibel auseinanderzusetzen und auch Neville Goddard, Florence Gowelshin, wunderbare Bücher vorgelesen von Susanne Jatina Mück, findet ihr auf ihrem YouTube-Kanal. Und Gott ist die Wahrheit. Gott ist das Prinzip der Wahrheit und der Perfektion. Gott ist das Prinzip der Schöpfung. Gott ist das Prinzip des reinen Bewusstseins. Des reinen Bewusstseins, des bedingungslosen Bewusstseins, des Bewusstseins, des Bewusstseinsraumes, der Unendlichkeit. Ja, wie Dr. Joe Dispenza sagt, es ist unendliches Bewusstsein. Und alles ist möglich, alles ist darin schon da. Jede einzelne Eventualität ist schon da, ist schon erschaffen, ist schon geschöpft. Das Problem ist die Trennung. Das wissen wir auch, das sagen viele spirituelle Lehrer. Es ist die Trennung, und zwar die Trennung von dem, was wir wollen. Wir trennen uns durch unsere Vorstellungen und durch unsere Meinungen, durch unsere Überzeugungen, trennen wir uns ganz einfach von den Dingen, die wir haben wollen, obwohl diese Dinge schon da sind. Und das kannst du so einfach begreifen, indem du siehst, warum Menschen sich trennen in Beziehungen.
weil sie Vorstellungen haben, die nicht zueinander passen. Und keiner weiß, ob die eine oder die andere Vorstellung wirklich richtig ist. Schau mal hier. Wow. Jetzt ist das Meer ein bisschen hoch, da gehe ich jetzt einfach durch. Genau, keiner weiß doch, ob die ein oder andere Vorstellung wirklich richtig ist. Jeder hat seine Vorstellungen mitbekommen von seiner Sozialisation. Und dann streiten sich Menschen immer wieder über diese Vorstellung. Wer recht hat oder wer nicht recht hat, letztendlich trennt man sich. Und es ist die Basis von Trennung, ist, man hat verschiedene Vorstellungen. Man hat unterschiedliche Meinungen. Und wenn jetzt aber Meinungsfreiheit wäre, wenn du frei wärst, wenn alle frei wären von Meinungen oder frei wären mit Meinungen, wenn Meinungen nicht wichtig wären, wenn Meinungen und Überzeugungen keine Bedeutung hätten, dann wären wir in diesem göttlichen Feld. Dann wären wir in dem Feld der unendlichen Möglichkeiten. Dann wären wir in unserer Göttlichkeit. Und dann wären wir nicht mehr getrennt, sondern dann wären wir verbunden. Und genau so ist es eben mit der Trennung von unseren Wünschen und von unseren Bedürfnissen. Weil auch hier, wir sind von Geld getrennt oder von Reichtum getrennt. Wir sind von einem gewissen Lebensstil getrennt. Und das passiert eben auch nur, hallo, guten Morgen, das passiert eben auch nur, weil wir diese Trennung eben hervorbringen, weil wir sie kreieren, weil wir sie in unserer Vorstellung, und unsere Vorstellung ist eben so viel mehr wie visualisieren. Unsere Vorstellung ist das, was wir glauben. Unsere Überzeugungen, das ist unsere Vorstellungen, unsere Vorstellung. Und wenn wir eine Vorstellung von Trennung haben, dann sind wir getrennt. Und wenn wir eine Vorstellung davon haben, dass wir von Reichtum getrennt sind, weil von Geld oder von Geld getrennt sind, respektive von Geldeinnahmen oder von einem Beziehung zu Geld getrennt sind, dann ist es auch nur unsere Vorstellung. Und so ist es so, so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir die Trennung herbeiführen, dass wir durch unsere Überzeugungen, durch unser Denken, durch unser Glauben trennen. Und jetzt liegt es an uns, verbindend, uns zu verbinden mit dem, was wir haben wollen. Und für mich bedeutet es oder bedeutete es auch, mich davon zu trennen, was ich nicht haben möchte. Davon möchte ich mich trennen. Von all diesen unerwünschten Sachen, von all diesen unerwünschten Erfahrungen, von all diesen unerwünschten Situationen, ich laufe wieder durchs Wasser, möchte ich mich trennen. Und es geht ganz einfach. Ich sage, ich bin getrennt von all dem, was ich nicht möchte. Ich trenne mich jetzt. Ich habe keine Verbindung mehr zu all den Dingen, die ich nicht möchte, die für mich unerwünscht sind. Ja, ich bin getrennt. Ich bin getrennt. Ich löse alle Verbindungen zu allem Unerwünschten in meinem Leben. Und wenn du das nur sagst, dann ist es ein Befehl. Und dieser Befehl wird ausgeführt, weil du bist Schöpfer. All deine Befehle werden immer ausgeführt. Wenn du also nun befiehlst, dass du getrennt bist, ich bin getrennt von all den Dingen, die ich nicht haben will. Ich bin losgelöst. Das ist ja dieses, ich lasse los. Ja, ich trenne mich. Ich treffe eine klare Entscheidung, ich bin getrennt von allem, was ich nicht haben möchte. Und das heißt, ich bin frei. Dann fühle ich mich doch frei. Aber um mich frei zu fühlen, muss ich mich tatsächlich von allem trennen, was ich nicht haben möchte. Und wenn ich nun getrennt bin von allem, was ich nicht haben möchte, kann ich mich mit meinen Wünschen verbinden. Jetzt bin ich verbunden mit meinen Wünschen.
Aber dazu brauche ich eine klare Idee über meine Wünsche. Ich muss tatsächlich mir meine Wünsche eingestehen. Ich muss dastehen und sagen, ja, das wünsche ich mir. Und das wiederum kann ich nur, wenn ich aufhöre, trennende Geschichten über die Dinge zu erzählen oder zu glauben, die ich mir wünsche. Klassiker: Geld ist Mangelware. Geld ist schlecht. Geld ist die Ursache allen Übels und so weiter und so fort. Da kann ich mir natürlich nicht Geld wünschen, dann will ich mich auch nicht damit verbinden. Also muss ich sagen, Geld ist mein großer Versorger und Unterstützer. Die Rima hat ja gestern ein wunderbares Coaching auch dazu gemacht. Alle, die sich angemeldet haben, kriegen die Aufzeichnung noch zugeschickt. Ja, also, und jetzt verbinde ich mich. Ich verbinde mich mit all meinen Wünschen, weil ich weiß, alles, was ich mir wünsche, ist für mich gedacht. Ja, und da kommt es auch wieder zu dieser Wichtigkeit, dass ich ein klares Weltbild habe, ein schöpferisches Weltbild, ein Weltbild, in dem ich Gott, Göttin und Königin bin. Ein Weltbild, das mich verbindet mit den tollen Dingen des Lebens und das mir zugesteht, dass ich tatsächlich das bin, was ich wirklich bin, und zwar das Großartigste in der Welt, auf der Welt, in meiner Welt bin ich das Großartigste, das Wunderbarste und das Wunderschönste. Und alles, was mir erzählt, dass das nicht stimmt, dass es großartigere, schönere, bessere Menschen gibt, warum sollte das so sein? Wer soll das bestimmen in meiner Welt? Wer bestimmt die Regeln in meiner Welt? Und wenn ich schon die Regeln in meiner Welt bestimme, dann bestimme ich doch, dass ich das Großartigste, das Schönste, das Erfolgreichste, das Erwünschteste auf dieser Welt bin. Und wenn ich so ein Weltbild nicht halten kann, dann werde ich das auch nie erfahren, diese Erfüllung, nach der ich mir so sehne. Weil ich natürlich keine Erfahrungen diesbezüglich zulasse, weil ich ja nicht glaube, dass ich das Großartigste und das Schönste und das Erwünschteste bin. Und dann denke ich mir immer, oh, warum bin ich nicht erwünscht? Warum bin ich nicht gut genug? Warum sagt mir denn keiner? Warum lobt mich denn niemand? Warum sagt mir niemand, dass ich so schön bin? Warum sagt mir niemand, dass ich so großartig bin? Ja, weil du es halt selber nicht glaubst, weil du es nicht zulässt. Und wenn wir das haben wollen in einer Partnerschaft oder in einer Liebesbeziehung, dann müssen wir halt erst selber als dieser großartige Mensch, als dieses Erwünschte, als dieses absolut perfekte Wesen hier rumlaufen und uns tatsächlich erlauben, dieses Wesen zu verkörpern. Sonst kommt im Außen kein Feedback diesbezüglich. Das Feedback im Außen kommt immer zu der Person, zu der Persönlichkeit, in der ich gerade hier auf dem Erdboden laufe. Und es ist schwer, sich vorzustellen, dass ich wirklich das Schönste und das Perfekteste und das Erwünschteste bin. Aber wenn du weißt, dass aus dir heraus alles entsteht, weil ohne dich, ohne deine Wahrnehmung gibt es nichts, dann kannst du dir vielleicht auch erlauben, dass du dich als das Schönste, als das Großartigste und als das Beste auf dieser Welt wahrnimmst. Weil deine Wahrnehmung ist entscheidend. Deine Wahrnehmung entscheidet darüber, was in deiner Welt los ist, wie deine Welt funktioniert, welche Regeln in deiner Welt gelten. Und dann würde ich dir eben doch anraten, dich auf den Weg zu machen, dass du das Großartigste, das Schönste, das Beste, das Gewollteste, das Wunderbarste auf der Welt bist. Dass du dir das sagen kannst und dass du das mehr und mehr, diese Wahrheit in diesem Satz, in diesen Sätzen spürst. Und dann wird die Welt dir zeigen und widerspiegeln, dass du recht hast. Es ist deine Welt. Und deine Welt sagt immer,
was du sagst. Und es ist so, so wichtig, dass wir bei jedem Schritt, den wir tun, wissen, dass hier, jetzt, das Einzigste, das Tollste und das Großartigste auf dieser Welt geht. Weil alles andere muss eine Lüge sein. Weil ich bin hier angekommen, um in meine Wahrheit einzutreten, um in meine Größe einzutreten. Es ist alles so schwer mit Worten zu sagen. Um in meine Göttlichkeit einzutreten, um zu leben und zu spüren, dass ich hierher gekommen bin, um einfach dieses wunderbare Leben zu kreieren. Weil wenn ich es nicht tue, wer soll es denn sonst tun in meiner Welt? Dass ich anerkenne, dass ich hierher gekommen bin, um das Beste, Großartigste aus mir herauszuholen und mir das auch bewusst zu machen. Und dazu muss ich es mir sagen. Ich bin der großartigste Coach auf dieser Welt. Ja, bin ich. Weil in meiner Welt gibt es keine Konkurrenz. Da gibt es niemand anderes. Ich muss mich mit niemandem messen und vergleichen. Sondern in meiner Welt, ich bin geboren, um in meiner Welt der großartigste Coach auf dieser Welt zu sein. Und was auch immer deine Berufung ist, ist ja auch so ein schwieriges Wort, aber was auch immer der Ruf ist, den du hörst, wenn was auch immer das ist, was du so Bock hast zu tun, was du wichtig findest in deiner Welt, was für dich dein Spaß und deine Erfüllung ist, darin bist du jetzt schon das Großartigste, Beste, Schönste, Wunderbarste, Erfolgreichste. Und wenn du dir diese Erlaubnis nicht gibst, das tatsächlich zu sein und in deiner Größe zu gehen und zu wandeln, dann wirst du diese Erlaubnis von nichts und niemandem bekommen. Du musst dich selbst unterstützen, das zu sein, als dass du hier gedacht bist. Einzig und allein du zählst in deiner Welt. Du musst nicht auf andere schauen, sondern alles kommt aus dir heraus, aus deinem eigenen Weltbild, in deiner eigenen Welt. Und jetzt ist es wichtig, dass du, jetzt kommen wir zum Anfang des Videos, alles loslässt, dich von allem trennst, was dir suggeriert, dass deine Welt nicht deine Welt ist. Und dich dann mit allem verbindest, was da möglich ist, mit all deinen riesengroßen Wünschen, mit all deinen Vorstellungen, die dich glücklich machen. Und wenn sie noch so profan sind, wenn es Prunk und Pomp ist und scheinbar sinnlos, dann ist es dennoch da, um von dir erlebt zu werden. Weil sonst wäre es nicht in deinem Kopf, sonst wäre es nicht eine Idee, sonst würde es dir nicht gefallen, sonst würde es dich nicht anmachen, sonst würde es nicht kribbeln. Und all diese Dinge, die sind da, um von dir erlebt zu werden in deiner Welt, weil du das Großartigste, das Reichste und das Schönste bist in deiner Welt. Und wenn du dir das nicht sagen kannst oder hier in deinem Kopf noch Dinge sind, die dich davon trennen, dann ist es an der Zeit, diese Arbeit zu machen, diesen Job zu machen, in diese Position, auch in diesen als dieses göttliche Wesen auf Erden hier zu laufen. Und für uns Irdische heißt es eben, die Frau, die alles hat, die Frau, die alles ist, hat logischerweise alles. Und das ist das, was meine Berufung ist. In meiner Welt möchte ich, dass es nur noch Frauen gibt, die alles haben. Weil sie wissen, sie kreieren ihre Welt. Sie sind der Stern ihrer Welt. Sie sind der Sonnenstern ihrer Welt. Und alles andere sind Sonnenstrahlen in ihrer Welt. Und das ist meine Berufung. Und das will ich, dass jede Frau spürt, dass jede Frau denkt, dass jede Frau fühlt und dass jede Frau diese Freiheit von Zwängen, von Unterdrückung, von Lügen endlich erfährt. Und dazu ist es da, das Programm Die Frau, die alles hat. Und melde dich an
bis morgen. Morgen ist mein Geburtstag. Hast du noch ein 1:1 Coaching von mir dabei? Meine 1:1 Coachings, die fühlen dir direkt in deine Blockaden rein und zeigen dir auf, wo du Lügen aufgesessen bist, wo du falsch nach falschen Vorgaben denkst, aus falschen Voraussetzungen, wo du so klein denkst, weil du glaubst, du bist so klein oder man denkt so klein oder man muss so klein sein. Und genau das ist es, was dir wehtut, was dir jeden Tag diesen und und du schaust dich um und du denkst, wieso? Es ist, weil du noch nicht deinen Platz eingenommen hast. Es ist, weil du noch nicht die Königin, die Göttin deiner Welt bist. Es ist, weil du noch nicht aufrecht stolzierst und weißt, wer du wirklich bist. Deswegen ärgerst du dich, deswegen bist du wütend, deswegen laufen die Dinge nicht so, weil du dich mit einer Welt, mit Dingen verbindest, die nicht zu dir gehören. Und es fühlt sich scheiße an. Also komm zu uns, pack sie aus, die Frau, die alles hat, die Frau, als die du hier geboren worden bist, die Frau, die du in Wirklichkeit hier verkörpern sollst. Dann wirst du nicht mehr wütend sein, dann wirst du nicht mehr Mangel überall sehen, dann wirst du nicht mehr Vorwürfe machen, dann wirst du nicht mehr Jobs machen, auf die du keinen Bock mehr hast, dann wirst du dich nicht mehr vergewaltigen, ein Leben in einer Welt zu leben, die dir eben nicht gefällt. Lass dich frei. Weil du bist hier, um frei zu sein. Und frei ist leicht. Frei ist federleicht. Und keiner auf dieser Welt ist gedacht, um irgendwie anders zu sein. Und alle Bilder, alle Vorstellungen, alle Denkmuster von den Armen in Afrika oder weiß der Geier wo und all diesen Bullshit. Es ist Zeit, dass wir aufhören, das zu rekreieren. Es ist Zeit, dass wir alle befreien in unserer Welt und allen die Möglichkeit geben, ein Leben und eine Welt zu gestalten, wie sie einem von Herzen, aus der Liebe, aus der Freiheit, aus der Glückseligkeit heraus gefällt. Und wenn du nicht anfängst damit, deine Welt so zu gestalten, dann wird's hier nicht weitergehen. Dann kann man nur noch motzen und jammern. Aber es wird sich nichts verändern. Erst wenn du auf deinem Platz bist, wenn du die Dinge tust und nicht meinst, irgendjemand anders müsste doch mal was tun irgendwann mal, sondern du musst nur die Frau sein, die alles hat. Die Frau, die Glückseligkeit hat, die Geld hat, die Reichtum hat, die Liebe hat, die Partnerschaft hat, die alles ihre Wünsche einfach hat. Und dafür bist du da, um das zu erleben. Und nicht um irgendetwas anderes zu durchleben. Ich bin diesen ganzen Scheiß so lange aufgesessen, glaube mir. Ich weiß, wie weh es tut. Ich weiß, wie wütend es macht. Ich weiß, wie krank es macht. Ich weiß, dass es einfach scheiße ist. Und ich weiß, dass wir das nicht leben müssen. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr mir zugehört habt. Hör dir das vielleicht immer wieder an, dieses Video, bis du ganz tief spürst, ja, diese Frau hat recht. Die Anmeldung ist offen. Ein Platz 1:1 mit mir gibt es noch. Danach gibt es wirklich nur noch ein höheres Programm, ein krasseres Programm für die Frau, die voll krass geht, für sich, mit mir 1:1. Die Frau, die alles hat, ist immer offen. Mit mir im Gruppencoaching auch immer, natürlich. Aber 1:1 mit mir wirklich nur noch bis morgen. Und du solltest es dir wirklich erlauben. Alles, alles Liebe und ich gehe heute Abend wieder mal aufs Festland und es wird sicher nicht lange dauern, bis ich mir wieder die Freiheit gönne an einem Ort,
aufzuwachen, der so wunderschön ist wie dieser. Also macht's euch schön, seid schön, weil ihr seid die Schönsten und die Besten und die Großartigsten. Und alles andere ist Lüge. Tschüss.